Ja, wir haben heute Abend in Chemnitz eine Aktion durchgeführt. Wir haben unser Motto Arm trotz Arbeit nicht mit uns auf das berühmte Karl-Marx-Denkmal in Chemnitz auf der Nischel projiziert. Und wir wollten damit zeigen, dass es mittlerweile die Rechte und nicht die Linke ist, die die soziale Frage okkupiert hat. Wir haben heute eine Okkupation des öffentlichen Raumes vorgenommen, weil sie notwendig war. Karl Marx zu seiner Zeit oder ein Karl Marx in unserer Gegenwart hätte sicherlich verstanden, dass eine EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit nur zu Lohndumping führt, zu einer Ausbeutung der ausländischen Arbeitnehmer und zu der Lohndrückerei der einheimischen Arbeitnehmer, unter der die einheimischen Arbeitnehmer zu leiden haben. Wir haben heute Abend noch eine zweite Station angesteuert, und zwar war das die sächsische Landeshauptstadt Dresden. Und dort haben wir auf das Gebäude des Sächsischen Landtages unsere Botschaft weg mit dem Crystal-Dreck projiziert. Und wir wollten damit nochmal nachdrücklich darauf hinweisen, dass dieses Problem insbesondere in Sachsen virulent ist. Sachsen ist das Bundesland, das am stärksten unter der Verbreitung dieser neuen Todesdroge zu leiden hat. Und die NPD war die Kraft, die dieses Thema überhaupt, dieses sehr wichtige Thema, überhaupt erst in Sachsen zum politischen Thema gemacht hat. Und wenn Sie weiterhin wollen, dass dieses Thema mit der notwendigen, das notwendige Gewicht bekommt, das ihm zukommt, dann müssen Sie am 31. August NPD wählen, und vergessen Sie nicht, die Zweitstimme entscheidet.